Wieder einmal Stern und Hafer, diesmal in Forchdorf. Hier stehen einige Schätzchen aufgereiht, aber heute am Himmelfahrtstag ist doch relative Betriebsruhe. Das war eben das Baujahr für diese Lok, gebaut von Maffei in München, elektrische Ausrüstung, Siemens-Schuckertwerke. Jetzt fängt es ja mächtig an zu regnen, das ist irgendwie eine Gemeinheit. So, das war das Geburtsdatum dieses Triebwagens. Jetzt flüchtet Heino auch aus dem Regen. Der Regen lässt zum Glück nach. Interessant dieser Austritt für die Arrangierfahrt. Ein Fangkorb neben der Schiebetür. Wir kommen von Westwaggon Köln. Diesem Stück sieht man seine Schweizer Herkunft ohne weiteres an. Ich büx schon wieder mal vom Regen aus. Das ist ein Schmalspurtriebwagen. Stern und Hafer fährt ja auf allen möglichen Gleissystemen. Diesen Triebwagen sieht man sein Alter auch an. Fenster mit oben liegenden Lüftungsklappen. Inzwischen hat Heino erkundet, dieser Wagen stammt von der Firma Chamil in Genf. Der Triebwagen aus Graz von 1912. Dahinter ein Güterwagen, Stern und Hafer, Bahnexpress, wieder mit der kombinierten Standard-wegklappbare Scharfenwerkkupplung. Auch das Gleismaterial ist teilweise recht alt. Die Schwellen sind fast verfault teilweise. Diese langstielige Scharfenwerkkupplung verbindet einen Triebwagen mit einem Aussichtswagen. Der Aussichtswagen mit seinen Vorhängen am Fenster und daneben ein zweiter Triebwagen, der auch sehr schweizerisch aussieht. Braun-Boveri E-Ausrüstung. Und da zeigt Stern und Hafer, dass die Bahn lebt. Geruchsvideo gibt es ja noch nicht. Ich rieche den frischen Teer dieser Schwellen. Hier noch einmal die Garnitur Triebwagen, Aussichtswagen. Und da noch mal die Spezialität von Stern und Hafer. Normalkupplung und darunter weggeschwenkt die Scharfenbergkupplung für den betriebsinternen Verkehr. Da der Wagen auf öffentlichen Dienst übergehen kann, muss er normalerweise eine Schraubenkupplung haben. Wir erwarten die Ausfahrt des Triebwagens. Waggonbau Schindler in Pratteln hat Heino erkundet. Elektrische Ausrüstung, Braun-Boveri, Baden, Baujahr, nein, nicht bekannt.
Jetzt kommt Leben ins Geschehen. Nun sind wir noch einmal am Traunsee. Blicken auf Gmunden. Gisela hat nicht angelegt. Die Plakatwand stört zwar ein wenig, aber dennoch ein schönes Haus am Attersee. Dann stehen wir plötzlich vor einem kleinen Güterwagen. Die Kennung zeigt Stern und Haffel. Das kleine Empfangsgebäude der Straßenbahn am Attersee. Dieser kleine Triebwagen hat kurioserweise zwei Dachstromabnehmer. Sehr eigenwillige Drehgestelle. Rohrschweißkonstruktion. Auf dem Nebengleis ein sicherlich vormaliger Schweizer Wagen. Die Drehgestelle sprechen sehr dafür. Neben der Remise in Attersee ein weiterer Triebwagen. Auch er hat zwei Dachstromabnehmer. Zusätzlich eine Schiebetür an der Seite, als wäre es ein Gepäckabteil. Leider nur in einer Vorderansicht aufzunehmen. Ein ganz bunt bemalter Reisezugwagen von Stern und Haffel mit Werbemotiven für die österreichischen Lande wahrscheinlich. Da sieht man noch einmal einen der beiden Güterwagen. Top-Zustand, minimales Achsmaß, 5,51 Meter über Puffer. 9,5 Quadratmeter und 6 Tonnen Ladefähigkeit. Den zweiten Güterwagen kann ich wirklich bloß in Ausschnitten aufnehmen. Ich komme nach hinten nicht weiter weg. Genauso ein Winzling.
Hier steht das eigene Stern und Hafer dran. Am erstgezeigten Wagen ist die Eigner Gesellschaft Vöckler Mark Attersee angeschrieben. Zeigung. Gehört auch zu Stern und Hafer. Auf dem Parkholz steht Maschinenfabrik Oerlikon. Ah, Oerlikon. Katja hat mich gerade gefragt, ob das ein 17er Schlüssel wäre. 119. Das war ein Anhängereisen. Ein Anhängereisen. Sieht aus wie ein 17er Schlüssel. Und davon hängen davon 4 Stück von den 17er Schlüsseln. Also, solche Riesen. Dort liegt Kammer Schörfling. So richtig wohlgesonnen ist uns Petrus wieder nicht. Man sieht alles ein wenig im Dunst. Insbesondere dieses Ende des Sees. Hier macht sich eine Segelschule bereit zum Auslaufen. Heino ist schon ausgebüxt.
So, nun sind wir mittlerweile am Mondsee angelangt. Dort drüben ist seit Jahren durch Felssturz die Straße nach St. Gilgen gesperrt. Da kommt die Spitze des Schafbergs ins Bild.